Und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Versuch, die Millionen zu knacken. Letztes Mal an den jungen Wilden gescheitert. Ich werde echt dran. Das liegt mir immer noch ganz schön fett im Magen. Aber jetzt. Danke, vielen Dank. 15 Fragen trennen dich von der Million. Du hast drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Bist du bereit? Okay, es kann losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. So, also der nächste, zweite Versuch. Und wir fangen natürlich wieder gar nicht so einfach an. Mit gut, die ersten 100 Mark gehören dir. Ja, was denn sonst? Aufgepasst, hier kommt die 200-Mark-Frage. Ein Auspuff. Bingo, 200 Mark. Yeah. 300 Mark, wenn du diese Frage richtig beantwortest. Das sind die Gladiatoren, diese tapferen. Weiter so, 300 Mark für dich. Noch 12 Fragen bis zur Million, aber zuerst möchte ich für 500 Mark eine Antwort auf diese Frage. Quark wird natürlich aus Milch gemacht. Du sagst also B? Ach Gottchen. 500 Mark. Wenn jetzt die ganze Zeit so geschmiert läuft. Du hast noch alle drei Joker. So. Aufpassen, du stehst vor der wichtigen 1000-Mark-Hürde. Noch 11 Fragen bis zur Million. Konzentrier dich doch. Mach hier kommt ich deine Frage. Doch und nerv mich nicht. Was verursacht eine echte Grippe? Ihre. Bleibst du bei Antwort C? Bist du da absolut sicher? Und mit Recht, die 1000-Mark gehören dir. Dahin haben wir es geschafft schon mal. Egal, was passiert, du nimmst heute mindestens 1000 Mark mit nach Hause. Na, was ist? Machen wir weiter? Okay, hier ist die 2000-Mark-Frage. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Ach, nee, was ist... Ich habe nie in Blocksberg geguckt. Ach du Scheiße. Solche Fragen habe ich echt Angst so, vor. Lass dir Zeit. Du, okay, befragen wir das Publikum. Mal sehen, ob dir die Zuschauer weiterhelfen können. Die Zuschauer sind sich völlig einig. Aber ist Antwort C wirklich richtig? Ja, da vertraue ich mal. 59% ist, denke ich, sehr viel. Ist das dein letztes Wort? Gebärhard. Mein Glückwunsch, du hast eben 2000 Mark gewonnen. Uiuiui, langsam wird es ernst. Ab jetzt vergrößert sich dein Gewinn sehr schnell, wenn du meine Fragen richtig beantwortest. Noch 9 Fragen bis zur Million. So, verlieren wir keine Zeit. Es geht um 4000 Mark. Dieser Publikumsjoker ist ab der 32.000 Mark Frage wertlos. Ja, T-Shirt ist Englisch, was soll's? Also du meinst, es ist C? Und was kommt nach 2000 Mark? Richtig, 4000 Mark. Glückwunsch. Sauber. Frage Nummer 8 ist 8000 Mark wert. Ey, lass dir Zeit. Du musst nicht antworten. Sehen wir uns erstmal die Frage an. Warum soll ich nicht antworten? Mein Gott, der Typ nervt. Wer kann das sonst sein als Oliver Kahn? Du sagst also ja, B? 2000. Da gab's doch keinen anderen Torwart. Meinen herzlichen Glückwunsch, du hast eben 8000 Mark gewonnen. Na, das flutscht doch wie geschmiert. Wenn du die nächste Frage falsch beantwortest, fällst du auf 1000 Mark zurück. Und hier ist deine Frage. Es geht um 16.000 Mark. Ja, nee, ja, damit ich jetzt hier. Das ist genau eine gleiche Frage im Jahr 2000. Also du meinst, es ist C? Na
Also. Tja, so schnell kann man um 16.000 Mark reicher werden. Du kannst immer noch einen Freund anrufen oder das Publikum befragen. Pass auf, wenn du jetzt aufhörst, gehst du mit 16.000 Mark nach Hause. Trotzdem solltest du dir die nächste Frage wenigstens ansehen. Es geht um sage und schreibe 32.000 Mark. In Indien, genau. Glaubst du wirklich, es ist D? In Indien lieben sie einfach die Kuh. 16.000 Mark hattest du schon. Aber ist deine Antwort richtig? Ja, sie ist es. Herzlichen Glückwunsch zu 32.000 Mark. Donnerwetter, 32.000 Mark hast du schon sicher, aber es könnte noch mehr werden. Bevor du jetzt überlegst, was du mit dem Geld alles anfängst, solltest du noch die nächste Frage richtig beantworten. Es geht um 64.000 Mark. Woher mit der Kohle jetzt? Wie heißt die Bootsklasse, die sich besonders für Kinder und Jugendliche eignet? Keine Ahnung. Solist, Jurist, Pessimist. Ich rufe einen an, komm, was soll's. Okay, du setzt also den Telefonjoker. Na, da wollen wir mal sehen, ob man dir telefonisch weiterhelfen kann. Rufen wir an. Claudia, ich brauch dich. Hallo? Guten Abend, Julia. Willkommen bei Wer wird Millionär? Oh, hallo. 64.000 Mark liegen auf dem Tisch. Leider hat der Kandidat gerade einen kleinen Blackout. Wäre schön, wenn du ihm aus der Patsche helfen könntest. Ja, kein Problem. Tja, Antwort A, B, C oder D. Das ist hier die Frage, Julia. Ich hoffe, du hast die richtige Antwort parat. Ja, Segler müsste man sein, ja, kann ich nur raten. Ach, aber ich bin relativ optimistisch, dass Optimist richtig ist. Tschüss, Julia. Und danke für deine Hilfe. Du hast jetzt 4 Möglichkeiten. Julia ist für Antwort C. Entscheide dich jetzt. Ey, wenn ich schon sagt, ich muss raten, ey. Ganz wie du willst. Verabschieden wir uns also von 2 falschen Antworten. Erleichtert dir das die Entscheidung? Jetzt bist du dran. C Komm, oder D? Optimist. Letztes Wort. Julia. Nicht mein Kunde, also eigentlich konntest du bei dieser Frage nichts verlieren. Hast du auch nicht. Die 64.000 gehören dir. Oh Mann, oh Mann. Ich fürchte, das wird ein teurer Abend für uns. Wir spielen inzwischen um 125.000 Mark und du bist nur noch 4 Fragen von der Million entfernt. Klar, du kannst jederzeit aussteigen. Lass dir Zeit. Hier ist deine Frage. Also jetzt sind da keinen Joker mehr. Es muss Heiden gewesen sein. Heiden, ja, Heiden. Du sagst also B? Heiden. Tja, eben hattest du noch 64.000 Mark. Doch dann kam diese fiese, hinterhältige Frage. Sah ja eigentlich ganz unschuldig aus. Aber herzlichen Glückwunsch zu 125.000 Mark. Die Antwort ist richtig. Also ehrlich, ich könnte dich verstehen, wenn du jetzt mit 125.000 Mark Schluss machst. Andererseits, du hast ja bisher ziemlich starke Nerven bewiesen. Ich traue dir zu, dass du den Betrag auf 250.000 Mark verdoppelst. Überleg mal, was man mit einer 250.000 Mark alles anstellen könnte. Hier kommt deine Frage. Viel Glück. Gar nichts. Gar nichts. Wirklich, gar nichts. Indianer kamen ursprünglich aus Asien. Ja, wo sonst? Du sagst also B? Leitet sich von Indien ab. Du hättest mit den 125.000 locker nach Hause gehen können. Sei froh, dass du es nicht getan hast. Jetzt gehören dir 250.000 Mark. Ja.
Nur noch zwei Fragen. Im Augenblick hast du 250.000 Mark. Wenn du die nächste Frage richtig beantwortest, bist du um 500.000 Mark reicher. Also, lass dir Zeit. Es geht immerhin um eine halbe Million. Viel Glück. Die Nicole war das. Ein bisschen Frieden. Du sagst also A. Tja, wenn die Antwort richtig ist, gehört die halbe Million dir. Und? Jawohl! Herzlichen Glückwunsch zu 500.000 Mark. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, es ist soweit. Noch eine richtige Antwort und du hast die Million. Jetzt nur nicht nervös werden. Du kannst jederzeit aussteigen. 500.000 Mark sind schließlich auch nicht zu verachten. Ja klar, wenn du falsch antwortest, verlierst du 468.000 Mark. Davon könntest du dir Führerschein und so netten kleinen Sportwagen leisten. Aber mit der richtigen Antwort, stell dir mal vor, du wärst Millionär. Deine Eltern würden einfach aufhören zu arbeiten. Also atme tief durch, konzentrier dich und gib mir einfach die richtige Antwort. Ist doch ganz leicht. Achtung, hier kommt deine 1-Million-Mark-Frage. Tata, es ist echt egal, ob ich hier eine Million gewinne oder nicht, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich nehme das Höchste. Glaubst du wirklich, es ist D? Das soll ich jetzt komplett daneben legen? So, du hast alle 15 Fragen beantwortet. Aber ist die letzte Antwort auch korrekt? Sehen wir nach. Oh nein, leider nicht. Nein. Das ist sehr enttäuschend, ist aber bitter. Man muss auch verlieren können. Die richtige Antwort wäre A gewesen. Es sind 5 Kilometer. Und dann habe ich mich wieder total verschätzt, total blamiert. Und schalte erneut an der Millionenfrage und das heißt... Du siehst, so schnell ist man 32.000 Mark reicher. Ein super Gefühl, oder? Und ich bin sicher, dass du beim nächsten Mal noch mehr gewinnst. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder bei Wer wird Millionär? Danke, bis zum nächsten Mal.